Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die jüngsten Terroranschläge hier in Europa haben uns die menschenverachtende Ideologie des Salafismus ja noch mal sehr deutlich vor Augen geführt. Und ja, in diesem Jahr sind erstmals auch Anschläge in Deutschland verübt worden. Ich finde, dass diese schrecklichen Taten hier in Europa aber nicht darüber hinwegtäuschen dürfen, dass sie nur ein Teil der Gewalttaten des IS und seiner Netzwerke darstellen. Es sind schon viele Menschen durch Anschläge des IS in Syrien, im Irak, in anderen Ländern getötet oder verletzt worden. Und ja, auch aus Nordrhein-Westfalen sind Menschen ausgereist worden. Und deshalb ist der Terror nicht erst in diesem Jahr nach Nordrhein-Westfalen gekommen oder dort angekommen, wie Sie es ja in Ihrem Antrag schreiben, sondern die Radikalisierung und die Gewalttaten vollziehen sich ja mitten in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass wir das in den Blick unserer Beratung nehmen müssen. Und deshalb ist auch die Ursachenforschung so wichtig. Professor Neumann vom King's College in London war ja letzte Woche sowohl bei Ihnen in der Fraktion als auch bei uns, bei der Grünen Fraktion, bei einer großen Veranstaltung, die wir durchgeführt haben am Freitag zu genau diesem Thema. Und Herr Neumann sagt zu den Ursachen für die Radikalisierung und den Zulauf zur Szene, dass sowohl persönliche Problemlagen als auch die ideologische Komponente eine Rolle spielen, als auch Fragen nach Zugehörigkeit, nach Ausgrenzungserfahrungen, aber auch Bildungs- und Berufsperspektiven von Bedeutung sind. Und mit diesen Ursachen setzen Sie sich leider in Ihrem Antrag gar nicht auseinander. Das finde ich schade, das finde ich nämlich eigentlich wichtig und relevant. Sie setzen hier nur auf Repression, auf Repression, auf Repression und vielleicht ein ganz klein bisschen Prävention. Aber eigentlich machen Sie keine eigenen Vorschläge zur Prävention. Nicht nur eigentlich, Sie machen keine Vorschläge. Stattdessen reden Sie das Wegweiser-Projekt schlecht, obwohl das für viele Bundesländer ein Vorbild ist. Und ich finde, dass Ihr Antrag damit dem Ernst der Lage in keinster Weise gerecht wird. Ich will aber gerne auf einige Vorschläge, die Sie in Ihrem Antrag zur Repression machen, gerne eingehen. Das eine ist das Thema Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Ich glaube, man muss darüber gar keine ideologische Debatte führen, über die Frage, wie ist die verfassungsrechtliche Abgrenzung zwischen Polizei und Bundeswehr, was sind die historischen Gründe. Ich glaube, das muss man gar nicht führen, sondern man kann ganz pragmatisch sagen, welchen Mehrwert hat das denn eigentlich? Und ich kann für mich sagen, oder auch für die Grüne Fraktion, dass wir diesen Mehrwert des Einsatzes der Bundeswehr und den Mehrwert solcher Übungen hier so nicht sehen. Im Gegenteil, es bindet erhebliche Ressourcen und Kapazitäten bei der Planung und bei der Durchführung dieser Übungen. Aus meiner Sicht ist die Polizei auch hier in Nordrhein-Westfalen gut auf solche terroristischen Großlagen vorbereitet. Sie ist dafür ausgebildet. Die Bundeswehr ist das nicht. Und ich kenne bislang auch niemanden aus der Polizei, der die Unterstützung durch die Bundeswehr wirklich einfordert. Das müsste mir dann mal jemand präsentieren. Kenne ich bisher nicht. Und deshalb kann ich für uns Grüne sagen, dass wir Ihren Forderungen nach regelmäßigen Übungen zwischen Bundeswehr und Polizei auch nicht zustimmen können. Ich möchte gerne auch noch auf den Aspekt des Verfassungsschutzes zu sprechen kommen. Sie hätten gestern Abend hier die Möglichkeit gehabt, genau diese Änderungsanträge einzubringen. Wir haben gestern Abend hier im Plenum das Verfassungsschutzgesetz geändert. Wir haben ja die Absenkung bei der Speicherung von Daten, haben wir die Altersgrenze abgesenkt. Sie hätten hier Ihre Vorschläge, die Sie haben, einbringen können. Das haben Sie nicht gemacht. Aber ich möchte gern auf die akustische Wohnraumüberwachung, auf den großen Lauschangriff, wie er ja auch genannt wird, eingehen. Wir haben das damals, als wir das Verfassungsschutzgesetz in NRW 2013 reformiert haben, haben wir das aus dem Gesetz gestrichen. Und zwar deshalb, weil es bis dato einfach gar nicht angewandt wurde. Also die Befugnis hatten wir ja, hatte der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen, aber es ist überhaupt nicht zur Anwendung gekommen. Und da frage ich mich, warum fordern Sie jetzt ein Instrument, das ist aus meiner Sicht eine völlige Scheindebatte, dass Sie ein Instrument hier fordern, was wir eigentlich gar nicht benötigen. Und zudem, wo das Bundesverfassungsgericht ja sehr hohe Hürden anlegt, wo man sich schon fragen muss, wenn die Gefahr so konkret sein muss, ist es dann überhaupt noch Aufgabe des Verfassungsschutzes oder bewegen wir uns da nicht schon in Richtung Polizei? Also aus meiner Sicht ist das eine Scheindebatte, es ist eine Symbolpolitik, die Sie hier betreiben, die finde ich hier einfach falsch. Und Sie fordern hier in Ihrem Antrag verfassungsrechtlich bedenkliche Instrumente, auch die Anhörung in Bayern, die übrigens auch nur deshalb durchgeführt wurde, weil die Oppositionsfraktion das gegen die CSU durchsetzen musste. Die CSU wollte überhaupt keine Anhörung dazu. Wahrscheinlich wollte sie sich die Kritik der Experten dazu gar nicht anhören. Aber da sind viele verfassungsrechtliche Bedenken vorgetragen worden. Wir machen hier als Fraktionen von SPD und Grünen eine andere Politik. Wir setzen auf mehr Polizei, auf mehr Personal beim Verfassungsschutz. Ich glaube, dass das die richtige Antwort ist.
ist. Wir legen einen Schwerpunkt auf die Präventionsarbeit mit der Erarbeitung des ganzheitlichen Handlungskonzeptes, wo Wegweiser dabei ist, wo viel in der Schule passiert, in der Jugendarbeit, in der politischen Bildung. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist, den wir gehen müssen. Und ich meine, dass das auch der Unterschied ist zwischen einer Politik, die von der CDU geführt wird, und einer rot-grünen Politik, die wir vertreten. Thank you.